Durch Großenhain durch, auf die andere Seite, da haben wir ein Stück, ich glaube, das ist eine Bundesstraße, also auf jeden Fall eine sehr, sehr stark befahrene Straße. Da hilft uns wahrscheinlich der Mike, der uns von hinten ein bisschen absichert, aber das ist jetzt erstmal der einzige Weg, wie wir zu diesem Bauer kommen, der dann auf unsere Pferde aufpasst und auf den Häsel. Ja, geht so. Ich habe mehr Bedenken, so wie die Fahrt heute zum Heiko werden wird, dass das alles gut geht. Ich habe schon ein bisschen so Bedenken, aber wenn wir alle ruhig bleiben, dann geht es schon. Ich kann nicht reinfahren! Himmelarschenzwirn! Let's get ready to rumble! Hör auf reinzufahren, letzte Mahnung! Dass wir unsere Jobs gut erledigt bekommen, dass die Zugfahrt korrekt abläuft. Wir haben ja die zwei Hunde dabei. Genau, die Lucky und den Max, wollte ich auch gerade sagen. Und dass da keine Schwierigkeiten entstehen wegen irgendwas. So. Allerdings lasse ich eine Mutter mit den Kindern auch hier rein, aber nicht ganz wieder so. Aber zu keine stinkenden Hunde. Kommt jetzt gerade noch die Lulu. Lulu. Ist schon ein sehr unangenehmes Gefühl, nee, wenn jetzt jemand anderes auf die Pferde aufpasst, weil für mich ist das das Höchste so, was wir haben und das hat dann sozusagen jemand anderes in der Hand. Ich denke, der Heiko, der kriegt das hin, der würde auch mit Besonderheiten klarkommen, wenn es denn welche geben sollte. Ist ein neues Gefühl. Aber ich vertraue dem Heiko da. Der Katja und hoffe einfach, dass alles gut geht. Unser kleiner Rabauke, der Dominik nicht ausbricht. Hoffentlich geht alles gut. Hallo. Na, was haben wir heute vor? Wir wollen ja den Reinhard besuchen. Warten. Da freuen wir uns auch schon drauf. Wenn wir den so richtig überraschen können. Ja. Der ahnt nämlich von nix was. Und in zweiter Instanz freuen wir uns darauf, dass wir den Klaus besuchen. Der ahnt genauso wenig, denke ich, davon. Und dem seinen herrlichen Hirschbraten genießen werden. Okay. Saukalt. Ja. Stimmt. Hat richtige Bofrost-Temperatur hier. Die Kühlkette ist eingehalten worden. Und wie kommt der hin? Fahren wir jetzt dann los als erstes zum Heiko und dann geht es weiter, oder? Deutsche Bahn. Für mich ist das eine Notwendigkeit. Eine freundschaftliche Notwendigkeit. Mhm. Ist kein Urlaub in dem Sinne, dass man sagt, okay, man macht mal 3-4 Tage Urlaub irgendwo. Sondern das ist im Grunde genommen ist das eine Ehrerweisung gegenüber einem guten Freund. Wir geben ihm die Ehre, erweisen ihm die Ehre, dem Reinhard. Das hat er sich auch redlich verdient. Nach über einem Jahr dauerhaft bewiesener Freundschaft. Wenn du jetzt spontan sagst, wo der Reinhard für dich sehr stark da war oder für uns, was wäre das jetzt für eine Situation? Spontan hätte ich jetzt gesagt, Extremsituationen, aber da die ganze Situation ja eine Extremsituation ist, kann ich sagen, dass der Reinhard immer da war. Immer. Der war nicht nur da, wenn ich ihn gebraucht habe, sondern
er war auch da, wenn es darum ging, einfach nur da zu sein. Oder ich kann nicht, der Reinhard ist für mich ein richtiger Freund, wo ich schon viele, viele Jahre drauf gewartet habe, dass ich so jemanden noch mal kennenlernen darf. Oder überhaupt mal kennenlernen darf. Jemand, der total uneigennützig da ist. Und das auch zeigt. Und ein liebevoller, liebenswerter Mensch ist der Reinhard. Manchmal mehr noch wie meine eigene Familie. Wie die Menschen außer euch jetzt, die mir am allernächsten stehen. Das ist der Reinhard. Hallo. Hush! Komm, Hippie! Komm, Foggy, Hashi! Sieg jetzt! Hopp! Hashi, Hush! Gut, komm! Super. Ganz ruhig, gut, das schaffst du. Ist ein ganz kleiner Hügel. So. Hopp! Komm, Hisch! Hopp! Nimm mich mit gleich! Ciao! Wir sind auf dem Weg und kommen jetzt zu dir. Wie schön, dass wir hierher kommen dürfen. Ja. Du hast Wochenende, der hat kein Ende. Ja. Weiter. Der Max kommt. Ostdeutsche. So. Jetzt haben wir gegessen. Jetzt sind wir auch alle wieder ein bisschen runtergekommen und wieder aufgewärmt. Der Ofen ist an. Ich bin müde, schon echt fertig. Die Strecke war ein einziger. Oh. Ein Ausflug, genau. Es war sehr schwer, hier rüber zu fahren und anstrengend und kalt. Dafür haben die Leute uns hier schön empfangen. Ich bin müde. Du bist müde, Julia? Ja.